Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video gestalten wir gemeinsam einen Lebenslauf. In unserer anderen Videoanleitung zum Lebenslauf haben wir dieses Dokument für Gustav Ganz erstellt. Das Dokument sieht vom Layout sehr sauber aus, aber es ist ein bisschen puristisch. Es könnte ein wenig mehr Liebe zum Detail vertragen. Vielleicht kannst du dir das ein oder andere abschauen und für deine Bewerbung nutzen. Das allererste, was wir jetzt machen, ist die Schriftart ändern. Und zwar in IBM Plex Sans. Ich habe jetzt hier mit einem Klick die Schriftart im gesamten Dokument verändert. Wie dieser Trick funktioniert, zeige ich dir später. Die IBM Plex ist eine sehr schöne, kostenlose Schriftart, die du bei Google Fonts findest. Als nächstes ändern wir dann auch noch die Farben, weil diese Farbpalette ist ein bisschen zu bunt. Dazu gehen wir unter Entwurf und da unter Farben. Aus dem Dropdown wählen wir, also ich wähle Blau oder Blau 2, Blau, das passt schon. Du kannst dir deine ganz eigene Farbpalette wählen. Mit diesem Schritt holen wir uns die Farben in unser Menü hier und haben sofort Zugriff darauf. Das ist sehr praktisch. Als erstes zeige ich dir, wie wir die Bullet Points verändern. Um einen Bullet Point zu verändern, müssen wir uns mit dem Mauscursor in der Zeile befinden. Im Menü Start gibt es hier diese Schaltfläche, Aufzählungszeichen. Und hier, wenn du diesen Pfeil nebendran klickst, bekommst du eine Aufzählungszeichenbibliothek angezeigt. Aus dieser Bibliothek kannst du dir ein paar Zeichen aussuchen. Ich wähle hier jetzt diesen schicken Pfeil, bestätige mit Ja und tada, die Aufzählungszeichen sind überall. Okay, jetzt nochmal in langsam. Deine Aufzählungszeichenbibliothek wird wahrscheinlich nicht genauso gefüllt sein wie meine hier. Um ein Aufzählungszeichen hinzuzufügen, musst du einfach hier unten auf Neues Aufzählungszeichen definieren klicken. Dann bekommst du dieses Menü. Klicke auf Symbol. Eine Schriftart besteht aus ganz vielen Zeichen, damit wir sie lesen können. Sie besteht aber auch aus noch mehr Zeichen, die sich hier unten, weiter unten, noch weiter unten verbergen können. Es gibt auch Schriftarten, wie zum Beispiel die systeminterne Symbol, die eigentlich fast nur Sonderzeichen enthält. Du kannst als Bullet jedes beliebige Zeichen einer Schriftart definieren. Zum Beispiel auch dieses Herz hier. Lieber nicht. In der Standardschriftart Calibri gibt es weiter unten auch noch diese Pfeile. Wir suchen uns mal diesen Pfeil aus und bestätigen mit OK. Nun können wir dem Pfeil noch eine Formatierung geben, wie groß er sein soll und welche Farbe er hat. Und zwar unter Schriftart. Das hier ist also die Formatierung für dieses Aufzählungszeichen. Wir sagen Schriftart, lass uns mal hier mit diesem hellen Blau gehen. Und der Pfeil kann ruhig etwas größer, sagen wir 10 Punkt. Und jetzt bestätigen wir mit OK. In der Voransicht ist der Pfeil nun schon blau. Wir können jetzt einfach mit OK bestätigen. Und tada, da sind unsere blauen Pfeile. Dein individuell definiertes Zeichen musst du jetzt noch auf die anderen Aufzählungszeichen anwenden. Mehrere Wege führen nach Rom, Zeilen markieren und hier taucht das Zeichen ja auf. Bumm. Aber eventuell stimmt dann die Einrückung nicht, die du mit Hilfe von Linealen unter Ansicht Lineal wieder zurechtrücken könntest. Rückgängig. Eine andere Methode. Geh in die Zeile mit dem individualisierten Aufzählungszeichen und klicke auf Format übertragen. Und zwar nicht einmal, sondern zweimal. Und das hat folgende Auswirkung. Wir ziehen einfach und tada, ist angewendet. Und jetzt ist der Format übertragen Pinsel immer noch für uns aktiv. Das heißt, wir können auch hier unten einfach drüber streichen. Mit Escape kommen wir aus der Funktion wieder heraus. Wenn du nur einmal klickst, kannst du nur einmal das Format übertragen. Doppelklick und du bleibst länger in der Funktion drin. Sehr praktisch. Wenn du ein neues Zeichen definierst, könntest du auch ein Bild nehmen.
Du könntest zum Beispiel PowerPoint nutzen und unter Einfügen und Formen irgendwas zusammenbasteln, was dir gefällt. Am besten auch noch in derselben Farbpalette im Folienmaster anpassen. Masteransicht schließen. Wenn du dann fertig bist mit deiner Gestaltung, Rechtsklick, als Grafik speichern und Word mag am liebsten PNGs, Portable Network Graphics. In Word kannst du das Bild dann einfügen. Allerdings kannst du dann nicht mehr die Farbe ändern, was nicht ganz so optimal ist. Besser ist es, ein Zeichen aus einer Schriftart zu definieren. Welches sind denn jetzt die coolen Zeichen? Ich zeig dir mal ein paar. Wir gehen also wieder hierher und neues Aufzählungszeichen definieren, Symbol. Wenn du bei der Kalibri etwas weiter herunter scrollst, findest du diese Pfeile. In der Schriftart Symbol findest du nicht nur dieses Herz, sondern auch vielleicht ein Plus oder eine Klammer. Oder vielleicht gefallen dir diese Pfeile mehr. Die Schriftart WebDings ist auch noch bei dir installiert. Diese enthält ein paar Symbole. Ich persönlich benutze gerne auch noch diesen Pfeil. Ein Doppelpfeil wäre vielleicht auch was. Oder ein dickes X. Oder für die ganz dynamischen ein Blitz. Des Weiteren gibt es noch die Wingdings. Hier gibt es auch ein paar Pfeile, aber auch ein paar Kreise mit Löchern. Es gibt auch noch die Wingdings 2 oder die Wingdings 3. Hier ist der coole Pfeil von vorhin her. Du kannst auch noch einen Schritt weiter gehen und im Internet recherchieren. Auf davon.com gibt es wirklich sehr viele verschiedene Schriftarten. Du musst nach Dingbats gucken, und zwar unter Formen. Dort konnte ich ausfindig machen, zum Beispiel ein paar Doodle-Pfeile oder nochmal weitere Pfeile oder nochmal schönere Pfeile. Oder du nimmst ein bisschen Geld in die Hand und kaufst eine Schriftart, wie zum Beispiel hier diese List-Icons Glyphs. Hier gibt es ein paar sehr schöne, vielleicht sogar den hier. Sieht auch ganz schick aus. Ich bleibe jetzt hier bei Wingdings 3 und diesem schönen Pfeil. Wenn dir die Zeichen übrigens zu groß sind, gehe in die Schriftart, mach sie kleiner und wenn du sie ein bisschen weiter nach oben oder nach unten setzen möchtest, hier, nicht unter Schriftart, sondern unter Erweitert, Position höher stellen, zum Beispiel 1 Punkt oder 2 Punkt. In dem Fall möchte ich etwas tiefer stellen, 1 Punkt, okay. Ah, jetzt zu tief. Die Standardwerte waren doch ganz okay. Als nächstes schauen wir uns die Benutzung von Icons an. Icons sind kleine Symbole. Zusammen mit deinem Inhalt kannst du sie in verschiedenen Kontexten benutzen. Zum Beispiel für deine Kontaktdaten oder als Anreicherung in deinen Überschriften oder zum Beispiel für deine Skills. Jetzt also die große Frage, wie kommen wir an diese Icons und wie kommen sie in unser Dokument? Es gibt eine Funktion, ohne Word verlassen zu müssen, und zwar im Menü Einfügen bei Piktogramme. Wenn du wie ich ein Microsoft 365 Abonnent bist, hast du Zugriff auf die vollständige Bibliothek kreativer Inhalte, was auch immer das bedeuten mag. Aber hier sind schon mal ein paar Icons. In der Kategorie Zeichen und Symbole sind vielleicht schon mal ein paar verwertbare. Du musst einfach nur anklicken und einfügen. Du kannst dann auch die Farbe verändern. Ein anderer Weg ist, das Internet zu bemühen. Eventuell planst du etwas Budget ein. Worauf ich dir empfehlen würde zu achten ist, dass du SVG-Dateien herunterlädst. Wenn du diese nämlich einfügst, kannst du wieder die Farbe ändern. Mein ganz persönlicher Favorit für Icons ist das Noun Project. Es ist eine wirklich verdammt umfangreiche Sammlung an Icons für alles Mögliche. Das Coole am The Noun Project ist, dass man eine Word-Erweiterung bekommt. Wenn du nämlich die Erweiterung installierst, bekommst du unter Einfügen und hier dieses Icon. Klick, da ist die Benutzeroberfläche und ich kann nach irgendwas Beliebigem suchen und dann ein Icon einfach einfügen. Farbwechsel inklusive. Um The Noun Project zu nutzen, musst du dich kostenlos registrieren. Es lohnt sich. Für Berufserfahrung hatten wir diesen Koffer. Die Wörter solltest du auf Englisch eingeben, Suitcase. Dann gehen wir mit der Maus dorthin, wo wir es hinhaben möchten. Klick, sagen Insert, skalieren noch ein bisschen klein
und voilà, da ist unser Icon. Das Add-in gibt's dann natürlich auch für PowerPoint. Und du könntest eine leere PowerPoint-Folie nutzen, um dein eigenes Icon-Set zusammenzustellen. Die Icons kommen noch mit einem kleinen Rand. Den kannst du loswerden, indem du Rechtsklick machst und in Form konvertieren. Du könntest theoretisch sogar die einzelnen Punkte in PowerPoint bearbeiten und deine Form bis ins Detail ausfeilen. Die Icons kannst du dann einfach per Copy-Paste in Word holen. Kopieren, einfügen. Ich habe hier jetzt schon ein bisschen Vorsprung. Meine Icons habe ich zusammengesammelt, habe sogar noch ein paar Optionen und sie sind sogar bereits in Word. So, ich platziere sie hier jetzt ein bisschen mittig und gebe dir Zeit, jetzt einen Screenshot zu machen. Diesen Screenshot kannst du als Referenz nutzen. Hol ihn dir vielleicht in PowerPoint. Wenn du dann nach deinen eigenen Icons suchst, kannst du das als Startpunkt nehmen. Ist nur eine gut gemeinte Idee. Für meine Icon-Suche jetzt benutze ich weiter The Noun Project. So, ich persönlich mag jetzt diesen Koffer hier, Insert. Und weil Lampen hell sind, ungefähr so ein bisschen wie wir, suchen wir jetzt noch nach einer Lampe. Lamp, Enter. Ich habe jetzt hier diese Lampe gefunden, die mir gefällt und habe wieder diesen Designer vorgeschlagen bekommen. Ich möchte den bitte jetzt nicht, keine Ideen mehr vorschlagen, bis ich PowerPoint neu starte. Damit haben wir jetzt erstmal Ruhe davon. Die Icons solltest du passend zueinander aussuchen. Wenn du dich für so einen Koffer entschieden hast, der mehr aus Konturen besteht, dann passt so eine vollflächige Lampe wie diese hier nicht so richtig dazu. Wenn du richtig genau bist, dann achtest du auch auf die Strichdicke. Rechtsklick, Format Grafik. Wir wandeln die Grafik vorher in eine Form um und geben der Form noch eine Linie, und zwar am besten in Schwarz. Damit sind beide Icons erstmal gleich dick. Bevor du fortfährst, solltest du noch deine Farbpalette im Folienmaster mit gedrückter Shift-Taste hier unten drauf drücken oder unter Ansicht und dort Folienmaster. Und dann in den Farben holst du dir, wir waren bei Blau, herein. So, und die Icons, na komm, lass uns die gleich einfärben. Wir sagen dieses helle Blau, das gefällt mir ganz gut. Und auch hier hellblau und die Kontur muss hellblau. Bevor wir uns die Icons jetzt in Word holen, machen wir sie noch etwas kleiner. Du hast vorher gesehen, dass das Icon ein bisschen zu groß war. Wenn wir ein Icon anwählen und es kleiner skalieren, oh, das Seitenverhältnis stimmt nicht. Du musst hier wieder unter Format Grafik, nein, du kannst gleich hier Größe und Position und dann sagst du Seitenverhältnis sperren. Das gleiche machen wir auch, das Menü verbirgt sich jetzt wieder hier und Seitenverhältnis sperren. Oder eben wie gesagt, Rechtsklick, Größe und Position. Beide anwählen, mit gedrückter Shift-Taste kann ich dann beide anklicken oder ich ziehe einfach mit der Maus drumherum und tada, hier müssten wir wahrscheinlich den Strich wieder ein bisschen dünner machen, damit es passt. Ich sag mal, wir testen. Wir sagen kopieren. Und dann in der Bewerbung gehen wir vor Berufserfahrung, denn da möchten wir es gleich hin und sagen bei Einfügeoptionen Zieldesign verwenden. Ah, immer noch ein Tick zu groß. Ich würde sagen, wir machen noch kleiner, beide kleiner ziehen und ja, vielleicht irgendwie sowas. Und hier die Kontur wieder kleiner, also die Kontur, wie du merkst, machst du besser hinterher. So, 0,25, okay, hier sind die zwei Icons. Also nochmal, kopieren. Im Lebenslauf wieder einfügen. Ja, das ist schon besser. Und kleiner machen. Bei mir wurde das Icon mit Text in Zeile eingefügt. Und zwar, wenn du eine Grafik anwählst, du kennst wahrscheinlich genau dieses Menü, Layout-Optionen. Mit Textumbruch, das ist dann also so etwas wie in PowerPoint. Du kannst die Grafik überall hin positionieren und sie sitzt vor dem Text oder eben hinter dem Text oder eben sogar noch mit... Ja, hier, da float der Text sozusagen drumherum, ja. Aber meine bevorzugte Methode, und deswegen habe ich sie auch in den Voreinstellungen so drin, dass Grafiken immer mit Text in Zeile eingefügt werden. Ich finde, ich habe darüber mehr Kontrolle, wenn eine Grafik wie ein Buchstabe in einer Zeile sitzt. Ich kann dann beliebig Enter und wieder entfernen und auf die nächste Seite setzen mit einem Seitenumbruch und die Grafik sitzt immer noch genau da, wo sie soll.
Also du hast ja gesehen, man kann das Icon dann auch mit Text in Zeile einfach größer und kleiner machen. Es sitzt dann wirklich wie ein Zeichen in der Zeile und macht auch die gesamte Zeile etwas größer. Wir wollen das Zeichen etwas kleiner, so, ja, dass es immer noch gut sichtbar ist. Wir zoomen mal etwas heran und du kannst dieses Zeichen, also in dem Fall die Grafik, auch wieder tiefer setzen. Und zwar Rechtsklick, du sagst Schriftart und dort unter Erweitert kannst du die Position tiefer stellen. Auch wie vorhin schon bei den Bullets. Das ist fast ein bisschen zu tief. Rechtsklick, Schriftart, Erweitert und tiefer stellen, wieder ein bisschen höher. Zack. Ja, das passt doch, oder? Jetzt wäre es noch cool, wenn das Icon hier so ein bisschen links vom Text sitzt und Berufserfahrung wieder wie alles andere die gleiche Einrückung hat. Das bewerkstelligen wir auf folgende Art und Weise. Und zwar, wir gehen unter Ansicht und machen uns die Lineale an. So, und wir machen jetzt dieses obere Noppel, bitte nur den oberen Noppel in dem Fall wählen. Das ist der Erstzeileneinzug. So, wir ziehen dorthin, wo wir das Icon haben möchten. Ich sage jetzt erstmal hierher. Mit dem Cursor klicken wir dann zwischen Icon und dem Buchstaben und drücken die Tabulator-Taste. Und tada, Berufserfahrung ist jetzt hier wieder bündig und das Icon sitzt links vom Text. Grandios! Wenn du den Abstand verkleinern möchtest, dann einfach an die Zeile klicken und hier einfach wieder näher. Wenn dir diese Positionierung jetzt hier nicht präzise genug ist, machst du einfach einen Doppelklick auf den Noppel. Oder du markierst dir die ganze Zeile, Rechtsklick, Absatz, ist genau das gleiche Menü. Und wir sagen jetzt hier bei Einzug nicht minus 1 und hängend 1, das müssen beides die identischen Werte sein, sondern sagen wir hier minus 0,85 und hängend 0,85. Ja, hier unten kriegst du auch eine Vorschau, wie das dann aussieht. Okay, und damit ist das Icon etwas näher herangerutscht. Bei der Methode mit Text in Zeile muss ich noch eine Sache ergänzen. Und zwar kann euch Folgendes passieren. Ich zeige das jetzt einfach anhand von Praktika und einem anderen Icon, und zwar zack und einfügen. Hinter Praktika setze ich jetzt ein Enter. Was ist in dem Fall passiert? Das Icon wurde in einen Bullet Point als Grafik konvertiert. Und das Bullet sieht nicht besonders scharf aus. Und irgendwie ist die Formatierung überhaupt hinüber. Das ist nicht das, was wir wollen. Um dieses Verhalten zu vermeiden, folgendes. Ich bin jetzt zurückgegangen zu dem Punkt, wo das Icon hier scharf ist und vor dem Text. Und jetzt gehe in folgendes Menü. Datei, hier unten Optionen und dann unter Dokumentprüfung und Autokorrekturoptionen. Ja, es ist ein bisschen tief vergraben, aber es lohnt sich. Und hier gibt es dann dieses Menü Autoformat während der Eingabe. Und während der Eingabe übernehmen wollen wir in dem Fall nicht die automatische Aufzählung. Word meint es einfach wieder gut mit uns und möchte für uns Dinge übernehmen, aber wir möchten das nicht. Wir möchten hier Enter drücken und dann bleibt alles so, wie es ist. Jetzt fügen wir noch die Lampe ein und ich finde, sie passt ziemlich gut zu Weiterbildung. Kopieren aus PowerPoint, vor den Text gehen, einfügen mit Text in Zeile. Beim Kleinermachen kann dir auch das hier passieren. Gehe dazu in dieses Menü und weitere Anzeigen. Es ist genau das gleiche wie vorhin, nur mehrere Wege führen nach Rom und dort unter Größe, Seitenverhältnis, sperren. Kleiner machen. Wir ziehen das Lineal und drücken hier wieder die Tabulator-Taste. Doppelklick da rein und minus 0,85 waren wir und 0,85. Okay, vielleicht wieder etwas tiefer stellen. Rechtsklick, Schriftart, erweitert, tiefer stellen. Passt. Warum diese Überschrift auch eingezogen wurde, erkläre ich dir gleich. Deine Kontaktdaten in der Kopfzeile kannst du ebenfalls mit Icons anreichern. In meinem Fall habe ich den Trennstrich ersetzt und ein Haus, einen Kartenpin oder wie auch immer das Ding heißt, einen Briefumschlag für E-Mail und einen Telefonhörer.
Ich möchte dir an dieser Stelle noch ein bisschen Design zeigen. Und zwar geben wir Gustav Ganz in der Kopfzeile eine andere Schriftart. Das sieht doch schon mal ein bisschen schicker aus. Und jetzt geben wir dem Namen eine andere Schriftfarbe. Wir sagen jetzt mal dieses dunkle Blau hier zum Beispiel. Und Gustav setzen wir einfach in dem hellen Blau. Ja, zweifarbig, sieht doch ganz cool aus. Fürs Protokoll, diese Schriftart heißt Akira Expanded und gibt es im Internet zu kaufen. Als Alternative zur Akira könntest du auch die Arial Black nehmen, die du dann noch in Großbuchstaben setzen müsstest. Eine weitere Alternative ist die Aharoni oder aber Verdana Pro Black. Die steht dir allerdings nur zur Verfügung, wenn du ein Office-Abo hast. Du könntest jetzt auch noch bei Entwurf und Farben mit den Farben spielen. Aber warte, das wird ja verborgen. Wir markieren die Kopfzeile, setzen sie für den Moment linksbündig, gehen nochmal in Entwurf, Farben und probieren aus. Die Farben hier reagieren deshalb, weil wir die Farben nämlich direkt hier oben vergeben haben aus der Palette, die wir definiert haben, und wir tauschen einfach in dem Fall nur die Palette aus. Coole Funktion, oder? Ja, ich glaube, ich bleibe immer noch bei dem Blau hier. Oder dieses Blau? Na, dieses Blau. Ich bleibe dabei. Du kannst hier natürlich deine ganz eigenen Farben wählen. Um die Überschrift noch ein bisschen besser hervorzuheben, würde ich sagen, setzen wir in Großbuchstaben. Und bei dieser Überschrift enthülle ich endlich diesen Trick, den ich dir schon ein paar Mal gezeigt habe. Kennst du Formatvorlagen? Ah, da stellen sich dir vielleicht die Haare zu Berge. Ein grässliches Wort, aber sehr, sehr nützlich. Formatvorlagen findest du hier unter Start, hier oben. Und zwar, wenn du die aufklappst, siehst du hier verschiedene Formatierungen. Du kannst dir die Formatvorlagen wie Boxen oder eher Schubladen vorstellen. Und in jeder Schublade ist eine andere Formatierung. Formatierung also Schriftgröße, Schriftart, Farbe etc. Wir ändern jetzt diese Formatvorlage. Rechtsklick, ändern und hier unter Format, Schriftart. Und nicht unter erweitert, sondern diesmal tatsächlich unter Schriftart, sagen wir Großbuchstaben. Okay. Okay. Oh, geil, das ist ja sogar da unten. Und im gesamten Dokument, wie praktisch, oder? Ich muss nicht überall den Format übertragen Pinsel benutzen. Die Überschrift ist ein bisschen dick. Ja, wir können sie ein bisschen dünner machen als das hier, aber dicker als der reguläre Schnitt. Und hier ist die IBM Plexan. Dieser Schriftschnitt enthält auch die fette Variante, die du kennst. Aber es gibt hier auch noch Light und Medium und Semi-Bold und Thin oder sogar eine Mono. Nee, die nehmen wir jetzt nicht. Wir nehmen einfach Semi-Bold und nehmen das Fett raus. Und du siehst, es ändert sich überall ganz automatisch. Warum? Ich zeige dir nochmal die Formatvorlage, Rechtsklick ändern und hier gibt es ein Häkchen, automatisch aktualisieren. Geil! Okay, das heißt, wenn wir hier die Farbe ändern, einmal in zum Beispiel das, ist die Farbe überall. Wir bleiben jetzt bei einem dezenten Grau, na, vielleicht ein bisschen dunkler. So, damit unterscheiden sich die Überschriften genug vom Rest. Wenn du jetzt Lust hast zu lernen, wie das mit den Formatvorlagen funktioniert, bleibst du dran. Wenn nicht, skip weiter. Das hier ist jetzt ein Dokument, welches keine Formatvorlagen enthält. Wobei doch, es enthält Formatvorlagen, und zwar die vordefinierten, aber sie sind nicht angewendet. Um eine Formatvorlage anzuwenden, ich zoome jetzt einfach ein bisschen ran, damit wir das besser sehen können, musst du einfach nur hier mit der Maus draufklicken. Das hier ist eine Überschrift 2, Überschrift 2. Und so wendest du Formatvorlagen an. Du klickst einfach nur hier drauf. Das wollen wir nicht. Rückgängig. Wir ändern die Formatvorlage für Überschrift 2 jetzt, weil wir sie hier zweimal im Bild haben. Du kannst deine Formatierung setzen, wie immer. Um es visuell zu verdeutlichen, die Arial Black.
Geh jetzt einfach hier oben und nicht klicken, sondern Rechtsklick und Überschrift 2 aktualisieren, um der Auswahl zu entsprechen. Klick. Konsequenterweise muss hier dann auch die Arial Black. Und hier das gleiche, Rechtsklick, Überschrift aktualisieren. Die wichtigste Formatvorlage für dein Dokument ist die Standardformatvorlage. Diese Formatvorlage ist sozusagen die Mutti. Wenn wir die jetzt ändern, Rechtsklick ändern, und zwar, wir sagen jetzt hier nicht Calibri, sondern einfach Arial, die kennst du bestimmt auch, und nicht 11, sondern 10 Punkt. Arial ist ein bisschen größer als die Calibri. Okay, und schon ist überall im Dokument anstelle der Calibri die Arial. Um eine Formatvorlage anzulegen, gehe folgendermaßen vor. Gehe mit dem Cursor einfach in die Zeile, die die Formatierung enthält, die du möchtest. Hier oben aufmachen und Formatvorlage erstellen. Ich nenne diese Formatvorlage jetzt Position. Jetzt gehe ich einfach zu dieser Position und klicke hier aus dem Menü Position. Es sollte sich nichts ändern, weil die Formatierung ja gleich ist. Und jetzt, wenn ich beispielsweise diese Zeile, ich sage jetzt mal orange mache und sage Rechtsklick, aktualisieren, tada. Und wenn du jetzt noch ändern und automatisch aktualisieren wählst und dann zum Beispiel die Farbe änderst in grün, passiert das sogar automatisch. Nun würde ich gerne diesen Überschriften einen Strich verpassen, um dem Dokument noch ein bisschen mehr Struktur zu geben. Dazu markiere ich mir diese Zeile und gehe in diese Funktion, und zwar hier wieder das Dropdown und da unten Rahmen und Schattierung. Ich möchte, dass der Strich diese Farbe hat. Er hat dann, keine Ahnung, 3/4, wir probieren es mal. Und jetzt müssen wir noch hier reinklicken. Ja, sonst wird nichts angewendet. Klick. Wir können den Strich über oder unter den Text oder links und rechts davon platzieren. Ich sage jetzt mal oben drüber. Außerdem unter den Optionen, das ist der Abstand des Striches zum Text. Ich sage oben, ja, man sieht, der Text wandert dann weg. Und zwar, wir probieren es mal mit 2 Punkt, bestätigen mit OK und jetzt endlich OK. Da ist unser Strich, der über die ganze Breite des Textes geht. Also überall dort, wenn man jetzt hier sich die Gitternetzlinien anmacht, wo wir hier schreiben können. Überschrift 2 aktualisieren, um der Auswahl zu entsprechen. Und tada, sind unsere Striche auch in allen anderen Überschriften. Auch ganz nett sehen Striche links von der Überschrift aus. Nicht oben, sondern links. Und dafür vergrößern wir den Abstand nach links. Lass uns mal hier 8 Punkt sagen. Okay. Und in dem Fall machen wir den Strich sogar noch ein bisschen dicker. Ich sag mal 3 Punkt. Und nicht vergessen, wieder hier klicken. Ja. Und wir bestätigen mit OK. Das sieht auch ganz nett aus. Ja? Wenn du den Abstand nach oben und nach unten verändern möchtest, also die Länge des Striches, dann gehe einfach unter Layout und verändere einfach nur den Abstand davor oder danach. Du könntest auch so etwas wie eine Klammer machen, also Strich links bleibt und dann noch oben einen. Vielleicht oben ein bisschen dünner, nur ein Punkt und vielleicht sogar eine andere Farbe. Das sieht jetzt noch nicht sonderlich schick aus, aber es zeigt dir die Möglichkeiten dieser Funktion. Spiele auch mit der Strichart. Du hast hier auch gestrichelte Striche oder mehrfach linierte. Probiere dich aus. Eine Gestaltungsmöglichkeit mit dem Strich zeige ich dir noch. Und zwar, wir benutzen dazu wieder unsere Lineale und setzen den Strich mal einfach ganz nach außen und den Erstlinieneinzug setzen wir dort hin. Ja, okay. Jetzt muss aber hier das Ende des Striches nicht ganz rechts sitzen, sondern könnte dort sitzen. Ah, jetzt siehst du hier bei Schulbildung und Zivildienst passt es wieder nicht ganz. So, dann muss es wieder länger sein, aber dann ist es bei allen anderen und weitere Fähigkeiten. Ja, also das ist dann schon wieder Detailarbeit. Und in dem Fall würde ich bei der Überschrift 2 einfach dieses automatisch aktualisieren ausstellen. Ja, und dann kannst du bei jeder Überschrift die Strichlänge individuell definieren. Wenn du jetzt noch den Strich nach unten verstellen möchtest,
Rechtsklick, Formatvorlage ändern. Und diesmal machen wir es nicht hier, sondern direkt in der Formatvorlage. Hier versteckt sich der Rahmen. Und wir sagen jetzt blauen Strich und unten. Den oben machen wir weg. Und nach unten auch ein bisschen Abstand. Okay, okay, okay. Ja, die Strichlänge bleibt erhalten und der Strich sitzt jetzt unterhalb der Überschriften. Sieht auch ganz nett aus, oder? Es folgt Bewerbung in 20 Sekunden. Achtung, die in dem Video gezeigten Aktionen werden von Profis durchgeführt. Dieses Team bringt 3 von 4 BewerberInnen mit professionellen und individuellen Bewerbungsunterlagen ins Vorstellungsgespräch. Unsere Bewertungen sprechen für sich. Frag jetzt an und erhalte dein persönliches Angebot. Ich möchte dir noch zeigen, wie Farbverläufe aussehen können. Und zwar nehmen wir hier einfach den Namen. Wir haben ja hier 2 Farben. Gustav im hellblau und Ganz in einem dunklen Blau. Wenn du jetzt den Text markierst, Rechtsklick, Schriftart und dann unter hier unten Texteffekte, kannst du bei der Textfüllung einen Farbverlauf wählen. Okay? Okay. Ja, das geht ein bisschen einfacher, wenn du jetzt hier dieses Menü hast. Nimm einfach irgendeine Grafik oder füge irgendwann ein Rechteck zum Beispiel ein und dann Formatgrafik und hole dir dieses Menü hier rein. So, jetzt, wenn ich jetzt wieder den Namen markiere, haben wir genau das gleiche Farbverlauf. Den Farbverlauf, wir ziehen hier die Noppel einfach raus und sagen hier Verlauf von einem, ich sage jetzt mal dieses, etwas noch hellere Blau und dunkelblau. Und zwar nicht im Winkel von 90, sondern im Winkel von 0 Grad. Ja, wenn ich jetzt hier, man sieht das da oben, mehr von dem hellblau möchte, dann ziehe ich den hellblauen Noppel einfach hier hin. Ja, ich könnte aber auch mehr dunkelblau haben. Ich könnte das aber auch einfach umdrehen, 180 Grad. Ja, oder ich könnte sogar noch eine dritte Farbe hinzufügen, wenn jetzt hier jemand zum Beispiel feurig ist. Oder ja, ich bin ein Freund von Lila. Dann machen wir sogar hier ein bisschen Lila. Dann geht's ins Dunkelblau. Ja, und so, warte mal, von dem Lila wollen wir vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Na, und dann haben wir hier einen schicken Farbverlauf im Namen. Dieses Lila hole ich jetzt auch noch in die Farbpalette, um sauber zu arbeiten. Und zwar Entwurf und da unter Farben und dann sage ich Farben anpassen. Ja, und das wollen wir alles behalten. Ab Akzent 4 machen wir mal alles schwarz. Einen Link würde ich jetzt einfach mal auf blau setzen und einen besuchten Link in ein hellblau. Ja, und Akzent 4 setzen wir mal dieses Lila. Speichern. Dann markieren wir den ganzen Namen und dieses Lila picken wir jetzt hier aus der Farbpalette. Um es zu demonstrieren, wie schön das dann sein kann, ich platziere das hier alles mal wieder nach links und Entwurf und bei den Farben und schau mal. Die ganzen Farbverläufe. Ah, so kannst du damit spielen. Und jetzt, da wir die Farben einmal angepasst haben, haben wir hier eine benutzerdefinierte Farbpalette. Jetzt kannst du noch mit dem Layout der Kopfzeile herumspielen. Jetzt hier bei mir sitzt sie die ganze Zeit rechtsbündig. Du könntest sie natürlich auch linksbündig platzieren. Du könntest den Text auch noch ein bisschen kleiner machen. Du könntest da vielleicht sogar noch einen Strich hinzufügen, einfügen und hier den Strich, zieh ihn auf. Ja, wenn er nicht ganz gerade gelingt, macht überhaupt nichts. Und zwar, du kriegst hier unter Formformat automatisch hier diese ganz weit rechts das Größe angezeigt und die Größe in der Höhe setzt du einfach von etwas, was du gezogen hast, auf 0. Und die Breite so. Und wir sagen hier bei Form formatieren, machen wir das jetzt einfach nur zu einem hellgrauen, dünnen Strich. Ja, und wenn du jetzt noch etwas Platz brauchst, das tun wir ja, gehen wir mit der Mauscursor in die Zeile mit dem Namen unter Layout und sagen Abstand danach. 6 ist zu viel, lass uns mal mit 3 probieren und dann kannst du den Strich hier einfach markieren, ja, und da hinziehen. Du könntest aber auch die ganze Kopfzeile mittig setzen. Start und mittig.
Den Strich könntest du hinterherziehen und wir machen ihn einfach mal ein bisschen länger. Erstmal mit so, genau. Jetzt willst du ihn vielleicht in die Mitte der Seite platzieren und zwar nutze einfach ausrichten und horizontal zentrieren und zwar nicht am Seitenrand ausrichten, sondern an Seite ausrichten. Und dann sagst du horizontal zentrieren. Cool. Jetzt setzen wir den Strich hinter den Text. Und jetzt fehlt noch eines und zwar brauchen wir ein weißes Rechteck. Und dieses Rechteck setzen wir hinter den Text. Dieses weiße Rechteck spart uns jetzt hier sozusagen den Platz aus. Die Icons müssen wir hier vielleicht nochmal ein bisschen nachjustieren. Aber alles in allem ist es doch auch ein ganz schickes Layout. Immer gern gesehen, alles im Kontext betrachten. Und zwar unter Ansicht einfach mal mehrere Seiten anzeigen. Alle Seiten. Diese mittige Anordnung passt jetzt nicht ganz mit diesen Strichen zusammen. Wir könnten das aber auch beheben und alles mittig setzen. Zum Beispiel. Noch eine andere Möglichkeit für die Kopfzeile wäre zum Beispiel die Kontaktdaten rechtsbündig und den Namen linksbündig. Aber vielleicht auf einer Höhe. Lass die wieder alle anzeigen. Markiere den Namen und setze den Namen vielleicht einfach einfügen in ein Textfeld. Dem Textfeld, Rechtsklick, Form formatieren, dem entziehen wir jetzt mal die Linie, damit ist die jetzt weg. Und jetzt können wir das Textfeld, wenn es jetzt hier vor dem Text sitzt, so einfach beliebig platzieren. Wenn du jetzt noch ein Lineal brauchst, könntest du einfach ein Rechteck aufziehen. Und das tue ich jetzt einfach mal. Ja, und platziere es hierher. Die Schrift kann davon ruhig noch einen Tick größer. So vielleicht. Ja, genau. Und wir entfernen das Rechteck. Sitzt noch nicht ganz. Ja, wenn du hier diesen Rand übrigens weg möchtest und dass die Textbox direkt ganz hauteng anliegt, gehst du unter Textoptionen, zack, und entfernst hier den Rand. Einfach überall, oberer Rand, unterer Rand, alles auf Null. Ja. Und dann kannst du es so platzieren. Ja, auch eine Möglichkeit. Jetzt schauen wir uns das nochmal so an und unter Ansicht und mehrere Seiten. Und wenn du jetzt mal die Kopfzeile nicht ausgegraut sehen möchtest, gehe unter Datei und Drucken. Und da siehst du alles im Kontext. Und eine Möglichkeit zeige ich dir noch. Und zwar könntest du die Kopfzeile oder all das hier, was sich in der Kopfzeile befindet, Rechtsklick ausschneiden, einfach in die Fußzeile packen. Oh, die Seitenzahlen fällt mir hier gerade auf. Die sind in einer freaky Farbe. Die machen wir einfach schwarz. Am besten lässt du dir wieder die Zeilen anzeigen. Klickst rein, Rechtsklick und einfügen. Die Zeilen zu viel kannst du einfach löschen. Und hier kannst du übrigens einfach auch löschen. Und dann holst du dir die 1 dahin. Um das aber zu umgehen, einfach die 1 wieder in eine Textbox packen. Und an die entsprechende Stelle positionieren und natürlich auch die Linie entfernen. Du könntest aber auch andersrum verfahren und das hier in eine Textbox setzen. Du könntest die Fußzeile auch noch mit einem Rechteck im Hintergrund, in meinem Fall ein sehr hellgraues Rechteck, erweitern und mit dem Trick des Aussparens hier beim Namen einfach eine weiße Fläche, eine weiße Form, in meinem Fall ein abgerundetes Rechteck, hinter den Text platzieren, genauso wie dieses Rechteck. Und dann musst du dem Namen nur noch etwas Abstand danach geben. Das sieht doch auch ganz gut aus, oder? Noch eine Alternative wäre zum Beispiel den Namen der Kopfzeile zu belassen und nur die Adressdaten in der Fußzeile. Ideen über Ideen. Für die Kopfzeile möchte ich dir noch zeigen, wie du auch mit einem Bild arbeiten könntest. Einfügen, Bilder, dieses Gerät. Gustav Ganz bewirbt sich als Bauingenieur und ich habe im Internet dieses Bild gefunden. Und zwar mit diesem Kopfzeilenarrangement zusammen davor könntest du Folgendes machen. Du könntest das in den Hintergrund setzen, dann schiebst du es dahin und wir schieben es jetzt nochmal weiter in den Hintergrund hinter den Strich. Dann machst du es so groß, wie du, ja, von der Breite meinst, dass es ungefähr passt und dann zentrieren wir es nochmal am besten unter Ausrichten horizontal zentrieren
und dann schneiden wir es zu. Zuschnitt beendet. Der ist aber noch nicht sonderlich schön. Wir können mit dem Pfeiltasten einfach noch arbeiten. So, den Strich schieben wir etwas weiter heraus. Den Tabulator, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, weg. Den Strich machen wir hier über Formformat und hier über die Formbreite noch ein bisschen schmaler und blenden auch alle aus. Das sieht doch auch ganz nett aus, aber dieses Bild gibt noch einen anderen, schöneren Ausschnitt her. Und zwar gehen wir jetzt unter Bildformat und Zuschneiden und wir ziehen es hier noch etwas größer und positionieren es hier, wo wir etwas mehr von dieser Rolle haben, hin und tada, so könnte es auch aussehen. Du könntest auch Rechtsklick, Grafik formatieren und hier unter Bild auch noch Bildkorrekturen durchführen, wie zum Beispiel die Helligkeit heruntersetzen. Dann könntest du überlegen, den Text auch weiß zu machen, inklusive der Icons, wenn das Bild etwas dunkler wird. Du könntest das Bild sogar umfärben, hier unter Bildfarbe und neu einfärben. Hier hat übrigens die Farbpalette Einfluss darauf, in welche Farbe du das Bild eintunken kannst. Und ich ergänze jetzt nur noch eine letzte Sache, und zwar legen wir hier noch ein Rechteck in exakt derselben Größe drüber, gehen unter Einfügen, Formen, setzen das Rechteck wieder hinter den Text und noch einmal nach hinten in den Hintergrund. Und jetzt positionieren wir dich ganz nach hinten. Das heißt, dass die Reihenfolge ist Bild, Rechteck, Strich. Das Rechteck liegt also nur über dem Bild. Und dann Form formatieren, Füllung. Und die Füllung machen wir jetzt zum Beispiel lila. Ja, und gehen bei der Transparenz einfach weiter nach oben. Das ist so ein bisschen wie dieses Einfärben. Ja. Wir können jetzt hier aber sogar noch etwas weitergehen mit einem Farbverlauf zum Beispiel. Jetzt ist hier der Farbverlauf von vorhin ausgewählt. Und jetzt könnte man sagen, zum Beispiel der Farbnoppel, Transparenz weniger. So, dann noch weniger. Dann entscheide ich mich dafür, dann in dem Kontext den Text wieder weiß zu machen. Damit können wir den Look noch weiter verfeinern. Um das Bild zu ändern, einfach die Farbfläche oben drüber weg, hier Rechtsklick, Bild ändern. Dieses Bild hat deutlich mehr Details und wir können den Text wirklich nicht so gut lesen. Daher folgender Trick, wir drehen die Komposition erstmal um unter Bildformat, drehen und horizontal spiegeln. Damit ist dieses Schwarze schon mal weg von der Schrift gewandert. Dann platzieren wir das hier wieder oben drüber und den Farbverlauf, hier ist das Blau, machen wir an der Stelle einfach etwas schwarz. Und das Schwarz geht breiter, so. Und da hinten, hier hinten kommt dann die leicht lila Einfärbung. Na, hier daneben geklickt und hier diesen Noppel können wir einfach wieder etwas, so. Ja. Und jetzt noch die Icons in weiß. Und schon hast du das Bild im Hintergrund etwas besser an die Kopfzeile angepasst. Ah, sehr schön, oder? Ein i-Tüpfelchen deiner Bewerbung könnte dann vielleicht auch noch ein persönliches Logo sein. Hier ein Logo aus den Buchstaben VP für zum Beispiel Volker Preuß. Hier ein IB für zum Beispiel Ina Braun. Oder ein MK für Marcel Knutzen. Auf unserem YouTube-Kanal findest du einen Short, der dir zeigt, wie du mit Hilfe von PowerPoint ein persönliches Logo erstellen kannst. Du könntest aber auch im Internet recherchieren und ein vorgefertigtes persönliches Logo mit deinen Initialen kaufen. Vielleicht gelingt es dir sogar, das Logo als SVG-Datei in PowerPoint zu holen, dort individuell einzufärben und dann in Word zu positionieren. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, einen Lebenslauf zu individualisieren und dieses Video deckt bei weitem nicht alle ab. Aber vielleicht konntest du dir das ein oder andere abschauen, also dich inspirieren lassen und wendest es auf deinen Lebenslauf an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.